Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute auf dem Saar-Hochwaldweg wieder unterwegs, und zwar auf der fünften und letzten Etappe. Die Tour hat etwa 18 Kilometer und sie geht von Gütesweiler bis nach Braunshausen zur Peterkapelle. Wenn ihr wissen wollt, wie die Tour so ist, dann bleibt dran! Noch einige hundert Meter, dann sind wir auch schon am Etappenziel, an der Peterkapelle. Die Wegbeschaffenheit war heute wieder sehr viel Asphalt. Die Beschilderung war leider ab Eckelshausen Richtung Briesberg hoch sehr, sehr bescheiden. Ohne Navi würde ich diese Etappe überhaupt nicht gehen. Der Gesamtverlauf der Strecke des Saar-Hochwaldweges hat uns sehr gut gefallen, landschaftlich sehr abwechslungsreich. Nur die Beschilderung könnte an manchen Stellen etwas besser sein. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch sowie über Kommentare sehr freuen. Also bis dann, ciao ciao!
nach Braunshausen zur Peterkapelle auf dem. Peterberg. Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute auf der 5. und letzten Etappe des Saarhochwaldweges unterwegs und dann kommt ein Auto. Dann muss ich gleich wieder anfangen.